Heute spielen wir genauso herum wie dieser Pinguin im Hintergrund bei Yoshi's Crafted World Schlitterparty Insel. Yeah. Irgendwie erinnert mich das irgendwie an dieses Pinguin Power-Up aus Mario Wii. Was es ja auch in den anderen Teilen, glaube ich, danach gab. Doch, in U sollte es auch noch geben. Wir werden nämlich auch ein paar Pinguine treffen und die können wir. Ui. Wow, wow, okay, ich merke schon, das ist alles schlittery. Das ist ein wenig Problem. So, weg mit euch. Okay, hier war vorher nichts, glaube ich. Ich habe auch keine rote Münze angesammelt. Ihr wisst ja, ich muss immer wieder die 100% sammeln. Und ich weiß, ich war in ein paar Folgen immer so, ja, es wird schwer, Yoshi aufzunehmen, ich hätte das Let's Play nicht anfangen sollen. Oder was auch immer ich da gesagt habe. So meinte ich das eigentlich nicht. Oh. Die Dinger erinnern mich irgendwie an diese aus Mario Maker. Da gab es ja auch diese Eiszapfen, die so runterfallen. Okay. Also mir macht das Spiel Spaß, so ist es nicht. Aber. Spiel halt einfach so seine Ups und Downs. Hier gibt's auch bestimmt irgendwas, ja, ich wollte gerade sagen. So ein seltsamer Ort, da muss es was geben, aber es waren nur Münzen! Und keine rote! Oder? Ich glaube, es waren keine roten. das hat's gebracht. So. Ach, wie kann hier nach vorne? Ich hab's gar nicht gesehen. Nice. Wait, das ist Pudding? No! Runter da! Was? Ich bin gerade leicht verwirrt, aber danke, kleiner Yeti. Ist auch ein Yeti, oder? Sieht aus wie dieser. Ist einfach. Sieht aus wie so ein Reskin von dem Affen, den wir in der letzten Folge gesehen haben. Oh, wie süß! Guckt euch den an! Das war mal wieder Pro-Aiming. So, warte. Komm du jetzt mal her. Bleh. Nice, das hat geklappt. Aber das sind normale Münzen nur. Ja, super. Eisbären hier hinbringen. Oh, schaut euch die Pinguine im Hintergrund an. Die sehen auch voll süß. Schön knuffig. Okay, warte, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich muss den hier hinlocken und dann renne ich da schnell durch. Und dann kann ich da eigentlich hochgehen. Ja, muss ich auch jetzt. Okay. Gut. Bisher mag ich das Level tatsächlich sehr. Ist sehr chillig. Verschiedene wegen Eis. Und, nee, warte, das macht keinen Sinn. Na egal. Auf jeden Fall finde ich das Level sehr chillig. Oh mein Gott, das ist Xilabo. Obelix rückwärts. Xilabo. Krasser Dude. Muss ich da rein? Das sollte ich wohl nicht tun. Ich bin gerade irgendwie Game Over gegangen oder so. Was soll ich machen? Ach, den soll ich wahrscheinlich rein tun, oder? Ah. Tuck dich! Hä? Soll ich ihn hinschieben? Borong. Ah. Oh, lol! Ey, das ist eigentlich ganz cool, so die Idee. Oh, nice. Ein paar Münzis, ist nichts, ne? Schade, jetzt habe ich mein Ei verschwendet. Aber ich mag das Level sehr. Ich habe, by the way, gerade eine andere Position als in anderen Videos, deshalb hoffe ich, dass die Soundqualität jetzt nicht schlecht ist. Sonst kann ich aber auch wieder die alte Position nehmen. Ich wollte nur diesmal was anderes ausprobieren. Weil das vielleicht, weil so ist es ein wenig für mich angenehmer, aber es ist auch nicht, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich das nicht haben muss, wenn ich haben kann, was auch immer. Okay, das war nur eine rote, so ich sie einfach eingesammelt habe. Aber der Rest ist nicht mehr. Okay, super. Auch immer in den Hintergrund achten. Vielleicht habe ich auch schon was verpasst, das weiß ich nicht. Komm her. Ich brauche Eier. Ich brauche ich nicht. Wait, what? Was habe ich jetzt gemacht? Nice, eine Blume. Wir haben alles bisher, ne? Ja, super. Yahoo. Yoshi! Ich glaube, in der nächsten Folge ist es sogar wieder schon weit. Also, ist es sogar schon wieder so weit.
du machst mal wieder raus. Sprachen lernen, Bubble. Auch noch besser. Dass mein Bruder wieder mitspielt. In der nächsten Folge. Aber da muss ich mal gucken, ob er überhaupt Zeit hat. Aber eigentlich ist das ja fast schon Tradition, dass er immer alle 5 Folgen mitspielt. Gut, einmal war der eine Folge früher da, aber ihr wisst ja, warum. Obwohl, vielleicht mache ich das hier auch so, dass ich den erst in der übernächsten Folge dabei habe. Also sowas nicht stressen. Nicht stressen lassen. Wie bitte? Ich habe doch alle abgeschossen. Das darf ich dann gleich nochmal neu machen. Ich bin gerade sehr schockiert. Warum zählt er das jetzt nicht als Win? Ich habe alle abgeschossen innerhalb des Zeitlimits. Wo ist das Problemspiel? Oh Gott. Da wissen wir schon mal, wo eine Blume ist. Eventuell mit ein paar Red Coins. Mal schauen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass sie das hier verbessert haben. Dass man, wenn du eine Sache nicht hast... Also in Yoshi's Island war das so, wenn du irgendwas nicht hast, hast du alles nochmal neu sammeln müssen. Alles. Und das war natürlich sehr frustrierend. Hey, dich habe ich gesehen. Ich wollte gerade sagen, gibt es hier den Weg nicht mehr? Zack, habe ich dich. Oh, Herzen. Okay, die haben wir dann, denke ich, schon mal auch voll. Die Herzen. Boing. Ich weiß nicht, warum ich die immer angreife. Die sind eigentlich voll nett. No, die Münzen. Ey, hau ab, ich brauche die Münzen. Also da gibt's noch was. Da kann man durch. Nicht? Okay. Okay, renn. Oh, die süßen Dinger da im Hintergrund. Yay! Okay, damit haben wir alle, außer die eine, aber das ist jetzt... Ach, kann man nicht ändern. Und ich glaube, in anderen Yoshi-Games war das so, wenn du da... Zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben alle Blumen gefunden, aber die roten Münzen nicht alle gehabt. Dann sage ich nicht das Spiel so, ja, okay, die Blumen, die schwammen da gut, ne? Aber die Münzen, roten Münzen musst du alle nochmal neu sammeln. Und bei diesem, ich finde es am besten, wenn man nichts nochmal neu sammeln muss, so wie in diesem Spiel. Also da muss ich wirklich sagen, ist das Spiel wirklich viel besser in dem Bereich. Ja. So, wie machen wir das jetzt? Cutte ich das rein? Ich wusste es ja, oder? Wait, die Welt ist schon zu Ende? Ich dachte, man kommt noch nach oben. Die Welt ist schon zu Ende. Mein Gott. Die Welt ist halt echt schon zu Ende. Wir können schon nach rechts und den Kristall holen. Ich guck mal, dass wir das nächste Folge schon schaffen. Oder ist die rechte Welt dann noch größer? Wir wissen ja eigentlich schon mal, wer der Boss ist, aber ich will es doch nicht spoilern für die, die es immer noch nicht ganz gecheckt haben. Was? Null? Null Münzen? Einmalig kostenlos. Einmal kostenlos. Okay, cool. Ich habe eh genug Geld, von daher ist es mir egal, ob kostenlos oder nicht. Oh, okay. Eine Papiermünze reinwerfen. Und was kriegen wir dafür? Einen Tropendeckel. Das hätte mich jetzt nicht gefreut. Komm, mein ganzes Geld kannst du haben. Ich hab eh genug Geld. Wir haben alle. Nice. Dann werden wir auf jeden Fall gleich noch die Blume holen und dann die Quest anfangen. In der nächsten Folge kommen wir in eine andere Welt. Krass. Spaß, Piratenschiff. Ganz cool. Hat man das nicht schon? Na ja, egal. Oh, ein kleines Bötchen. Wie cool mit so einem Fahnenhelm. Polystyrol-Schachtel. Okay, wieso nicht einfach Schachtel? Oh, Strandxilebo, was? Der ist ja voll niedlich. Warum haben wir den nicht gesehen? Ich hätte sowas gerne als Gegner gehabt. Das wäre voll geil gewesen. Schade. Hätte ich echt machen müssen. Oh, wie geil, ein Pinguin. Die saß im Hintergrund. Wie cool. Eine Palme. Okay. Sternenvorhang. Alright. Oktopus, auch ganz niedlich. Und ein Wal.
Oh, ich finde die ganz cool. Ich wechsle auch mal zu irgendeinem. Während wir dann gleich die Yoshi, also wegen wir gleich Pucci-Sammeljagd machen und die ganzen Quests erledigen. Oh, eigentlich will ich den haben, aber den benutzen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich will den Pinguin, weil der ist süß. Ja, vollständig. Yeah. Ich finde es auch persönlich besser, wenn die Folgen alle 30 Minuten sind und nicht 20, weil dann habe ich viel mehr Zeit, das Spiel zu komplettieren und was auch immer. Und ja, ich weiß nicht. Am Ende hätte ich sonst irgendwie 70 Folgen oder so, wenn ich jetzt nur 20 Minuten machen würde. Und so habe ich dann am Ende nur, lass mich raten, 40, 50? Don't know. Werden wir ja sehen. So. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich an der Stelle bin. Aber erst bei der Pinguin. Ah, ich find's einfach cute. Hey, Mama! Mama! Erinnere mich auch wieder an so eine Stelle aus Mario 64, da gab's auch diese Pinguine. So, aber hier irgendwo müsste es eigentlich gewesen sein. Hier gab's... Da, hier ist es. Okay. Was soll ich machen? Die abschießen? Ach, das gab vier! Oh, scheiße. Nein. Ich hab's wieder verkackt. Das ist aber auch schwer. Verdammt. Das ist echt verdammt schwer. So. Bitte schaffe ich's diesmal. Okay, ich muss vier abschießen. Am besten schieße ich auch die Mutter ab. Okay. Weil die ist ein wenig Behinderung. Also ein wenig am Behindern, meine ich. Muss einfach. Okay, Wow! Okay, da hatte ich jetzt einfach, ehrlich gesagt, nur sehr viel Glück. Problem ist nur, uns fehlen noch vier Münzen, habe ich gerade gemerkt. Und ich weiß nicht, wo die sind. Und nach denen darf ich jetzt auch noch suchen. Und das ist nicht so nice. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich rote Münzen finde. ja. Am Anfang des Levels gibt es hier eine rote Münze. Nach diesem Block. Kann man hier nach rechts und dann ist hier eine versteckte, ein versteckter Ding. Und da habe ich gerade eine rote Münze bekommen. Und wo die anderen ist, das weiß ich tatsächlich mittlerweile auch. Da rennen wir jetzt eben kurz hin. Ja, ihr müsst jetzt mit mir leiden. Ich schalte das jetzt nicht mehr raus. Weil ich suche nach der schon eine halbe Stunde lang oder so, ja. Oder halt nach den drei roten Münzen, meine ich halt. Nach denen suche ich die ganze Zeit. So, und wie man die findet, finde ich persönlich, woher soll man das wissen? Ja, das ist wieder so eine Red Coin. Man kann sie zwar ganz leicht erkennen, aber das sieht niemand. So, dann dafür müssen wir ganz kurz hier die Xilibo-Phase machen. Boing. Xilibo ist immer der erste Boss in den Yoshi-Games gewesen. Das ist einfach dieser Obelix, aber halt in Yoshi-Welt. Nee, keine Ahnung, warum der einfach Obelix rückwärts heißt. Aber ich find's irgendwie lustig. Das ist so dieser Standard-Fakt bei Faktenvideos von Yoshi. Fakt Nummer 1. Wusstet ihr, dass der Gegner Xilibo in Wahrheit Obelix ist, nur rückwärts geschrieben? Lasst jetzt ein Abo da, um keine Fakten mehr zu verpassen über Yoshi. So, und zwar hier. Wenn man hier ganz genau guckt, dann sieht man unten, und das ist hier nur ein Kostüm. Da ist so ein Typi drin. Wenn man den jetzt abschießt, dann gibt es hier eine rote Münze. Und das bei allen drei. Was habe ich gemacht vorhin? Also als ich nach Dingen gesucht habe, ich habe die runtergekickt ins Wasser, weil ich dachte, das muss man so wie die Bullies machen, in Mario 64 zum Beispiel. Dass man die einfach irgendwie... Oh Gott, kannst du bitte aufhören? Dass man die einfach irgendwie wegkickt und dann kriegt man auf einmal so eine rote Münze gespawnt oder was auch immer. Ja, dachte ich halt, dass das vielleicht so wird. War aber nicht so. Aber jetzt haben wir zumindest alle. War nicht unmöglich, aber ja, ich habe es halt nachgeguckt, weil... Ich wollte mir nicht den Spaß rauben lassen und deshalb. Ja, habe ich mir das nachgeguckt. Und warum hast du Schlafattacke? Cool.
So, wir machen das schnell zusammen zu Ende, weil ich habe jetzt keine Lust zu schneiden. Und dann werden wir erstmal anfangen mit der Poochie-Jagd, die werden wir jetzt machen. Und danach machen wir die Quest. Die machen wir, denke ich, alle noch in dieser Folge. Kommt darauf an, wie lange die Poochie-Quest dauern, aber die dauern ja eh nur so 3 Minuten immer. Von daher sollte es eigentlich noch von der Zeit hinhauen. Und ich hoffe, dass er diesmal nicht 10.000 Aufgaben wieder hat, so wie in der letzten Welt. Weil das ist ja der größte Nightmare. Wenn die so 3 Aufgaben haben, dann okay. Aber wenn die ja irgendwie 10 haben, denke ich mir so, Junge, reicht. Okay, 3,5 Minuten bei Bombenheu. Und ich habe euch am Ende der letzten Folge gezeigt, dass es hier so einen kleinen Trick gibt. Ja. Falls ihr irgendwie bis ins Ende geguckt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Tun ja nicht alle, aber vielleicht. Ja. Okay. Yoshi! So, den hier erstmal abschießen. Zack. So, und dann kann ich das einfach machen. Einfach Spam. So, achten, wo kommt einer? Wo könnte einer kommen? So, den hätte ich jetzt. Na, ist egal, ist egal. Wir müssen ja nicht alle abschießen, wir müssen nichts sammeln. Wir müssen nur noch Wauwaus hören. Da hinten könnte einer sein. Ja, ich sehe ihn. An der Spitze, an der Spitze. Seht ihr ihn? Da an der Spitze von dem anderen Schiff. Oh Gott, sorry, ich habe gerade nicht geachtet. Ich habe auch gerade auf den Hintergrund geachtet. Weil da war gerade so ein Heini mit so einem Ding. Oh nein. Ich sollte mehr aufpassen. Weil ich gerade richtig den Hintern versucht bekommen. Hier rechts ist der irgendwo. Ich habe ihn gesehen. Da, da ist er, da ist er. Seht ihr ihn auch? Treffe ich? Yes. Yes, der Schlammer. Gut. Super. So, okay, 1 Minute ist hier leider schon verschwendet. Da kann man aber nichts gegen machen, denke ich mal. So, ich muss keine Dinge sammeln, ich muss nichts machen, nichts sammeln, whatever. So, ich kann schon mal abhauen, super. Aber ich werde kurz nachschauen, ob ich nicht Hunde höre. Das sind nur Leben, ja, brauche ich nicht. Okay, warum brauchst du euch hier nicht? Nee, okay. Aber hier im Hintergrund ist ein Schiff, das wird man wahrscheinlich abschießen müssen daran. Sollte ich dann. Das sollte ich mir dann mal denken. Kann ich reden, egal. Das soll ich mir mal merken. Das wollte ich sagen. Merken. Wie konnte ich. Wie, Junge, was ist mit mir los? Ich simplesten Wörter nicht hin. Ich hab kein Wow-Wow. Doch jetzt! Immer schwer zu erkennen, wo man nach unten stampfen kann oder nicht, finde ich. Hier irgendwo ist er. Ich weiß nicht wo. Ach so, lol, der ist hier oben bei dem. Hi. Zack. Kannst du bitte runterkommen? Dankeschön. Cooles Versteck. Echt cool. Tschüss. Oh. Das ist natürlich jetzt nicht so nice. Ja, ich bin in diesen Leveln immer leise, weil ich muss aufpassen, wo die sind. Ich habe ihn gehört. Oder? Doch. Da ist er. Nice. Der wurde von den ganzen bösen Shy Guys verfolgt. Weg mit euch. Batsch. Oh verdammt, ich habe noch 20 Sekunden. 20 Sekunden. Scheiße. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe noch 20 Sekunden. 10. 9. Oh Gott. Ja, ja, ziel, 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 ziel. Wo ist der Affe hin? Du hast den Affen gegessen. Naja, egal. First try. Und das ist super für mich, weil spart mir sehr viel Zeit und Energie. Gut. Aber die Welt ist echt kurz, aber dafür sehr knuffig. Also das ist bisher meine Lieblingswelt. Einfach weil sie so knuffig ist. Und weil die Level cool sind. Ja gut, Bomben Ahoy ist, bin ich jetzt kein Favorit von, aber ist jetzt kein Favorit von meinen... Ja, wisst ihr, was ich meine?
Aber hier Schlitterpartyinsel oder Schlitterpartyinsel, was auch immer. Die ist echt cool. No pun intended. So. 300 Minuten wieder. Um hier alle drei Pucci's zu sammeln. Ich habe mein Kostüm vergessen. Das ist bei mir immer so. Ich vergesse immer das Kostüm. Warum sehen die aus wie Schwamm? Die sehen aus, als wären die aus Schwamm gemacht worden. So ein Sponge-Material. Nein! Du blöder! Ich würde sagen, wir holen uns kurz ein Kostüm und dann haben wir da mehr Chancen, glaube ich. Oh Mann. Okay. Du. Ich will den Wal haben, der ist voll knuffig. Das ganze Spiel ist super knuffig, also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Das Spiel ist super. Es hat sogar nur 50 statt 60 Euro beim Release gekostet. Und ich habe mir auch gedacht, warum so wenig? Aber jetzt weiß ich wieso. Ich schätze mal, das liegt daran wegen der Spiellänge. Das Spiel, es hat zwar eine ordentliche Länge, wenn man 100% sammelt, aber wenn du nicht 100% sammelt, ist es nicht so lange. Das kannst du innerhalb von... was weiß ich. Aber ja. Also ich will nicht sagen, dass das Spiel kurz ist. Definitiv nicht. Aber ich würde sagen, das ist eventuell ein Grund, warum das Spiel nur 50 statt 60 Euro am Release gekostet hat. Weil normalerweise kosten ja die großen Nintendo-Titel immer 60 Euro am Release. Oh, jetzt nervt mich nicht. Aber das hier nur 50, das hat mich auch gewundert. Was? Okay, ich muss meinen Hundi suchen. Ich habe bisher noch keinen. Die nervige Mission, die ich mittlerweile aber drauf habe. Ich höre ihn. Wie cool. Oh, wie cool. Das ist echt ein cooles Versteck, du. Die sind so süß. Tschüss, ich brauche ein paar Eier. Zack, weiter geht's. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh, der Xilibus da, okay. Nee, okay, ich glaube, hier ist nichts. Ich bin überlegen, wo könnte er sein. Also zwei fehlen uns noch. Ich höre ihn. Ich sehe ihn. Ich treffe ihn nicht. Nice. Okay, Beeilung, Beeilung. Wir haben nur noch die Hälfte der Zeit. Nee, okay, nee. Wir haben etwas mehr Zeit, aber das Level geht ja noch ein wenig. Gut, das ist wahrscheinlich die längste Passage. Aber wir kommen ja jetzt zum Ziel gleich. Und ja. Oh, guck dich an. Super. Was? Oh, verdammt. Und das war das Ziel. Oh, ich werde zum... Oh, ich meine Checkpoint. Aber ich werde zum Checkpoint geschleudert. Das finde ich sehr, sehr sozial. Okay. Auf den letzten meine ich. Hundi muss ich jetzt achten. Ich will es nämlich auch im First Try schaffen. Man muss hier hoch. Das ist schwer zu erkennen. Dass man da hoch muss. Finde ich. Okay, ich höre ihn. Der ist hier oben. LOL! Okay. Ich hätte ihn eher da oben versteckt. Hier so irgendwie. Ja gut, dann hätten wir ihn von hier unten sehen können. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht hätte man das Ding einfach etwas langsamer runterfallen lassen sollen. Wisst ihr, was ich meine? Egal, wir haben alle. Wir haben nur noch eine halbe Minute, deshalb sollten wir uns beeilen. Aber hier ist, glaube ich, schon das Ziel, oder? Ja, hier ist das Ziel. Ich kenne diesen Ort. Cool! Dann haben wir die Welt durch und dann fehlen uns nur noch die Quacko-Quests. Du. Yoshi! Gut. Hoffen wir einfach mal, dass die Quests diesmal nicht so nervig sind. Wir haben jetzt 222 Blumen. Krasse Anzahl auf jeden Fall. Krasse Anzahl. Ich frage mich, wie viele wir am Ende haben. Das interessiert mich mal. So.
das ist diesmal weiß. Also komplett einfach weiß, keine Farbe. Ich brauche Utensilien. Ich brauche einmal fünfmal den Becherbär. Den hast du 10.000 Mal schon gesehen. Du weißt doch überall, wo der ist. Becherbären lieben Kälte und ihr Eis schlecken sie am besten aus dem Becher. Okay, woher weißt du das? Cool. Ja, guck dich an, der ist ganz süß. Yeah, den super. Der erste befindet sich hier. Hier. Warum kann ich ihn nicht abtreffen? Vielleicht nur von hier? Ah, ja. Ja, cool. Der zweite ist hier auf dem Xilebo-Weg. Der dritte ist hier bei den beiden Pinguinen. Bei den Riesenpinguinen. Bam. Wow. Der vierte ist hier. 2 Dinge. Ich bin ein verdammter Vollidiot. Und dieses Versteck ist einfach nur schwer, gut versteckt oder assi. Was meint ihr? Schreibt's mal rein. Warum ich ein verdammter Vollidiot bin, liegt daran, dass ich den vorhin abgeschossen habe, bevor ich die Quest gestartet habe. Und ich habe gesehen, dass da dieser Typ drunter war. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir das nicht gemerkt. Ich habe nichts dabei gedacht. Und das regt mich gerade auf. Aber ich habe ihn gefunden. So, was hast du noch so? Ich benötige ein Servierboot. Ich habe auf der Rückseite der Pirateninsel gesehen. Eigentlich ist es ein Tablett. Ihr habt es alle gesehen. Wir wissen alle, wo es ist. Wir wissen alle, wo es ist. Ich habe euch das sogar gezeigt. Ich habe sogar gesagt, das ist bestimmt was, was wir suchen müssen. Und ja, das ist es. Und es ist relativ am Anfang. Deshalb werde ich jetzt nicht schneiden. Weil wir haben es alle gesehen. Wenn man es mehr so abwechselnd macht wie ich jetzt hier und nicht die ganze Zeit spam, vielleicht kann man dann etwas mehr rausholen. Und dann, wenn ich da irgendwie so ein rotes Ding habe, so wie jetzt, dann schnell abhauen. Jetzt habe ich recht zu spät, weil ich noch einmal schießen wollte. Aber ja, ich glaube, so ungefähr ist das die beste Taktik. Du, jetzt schnell weg. Ja, okay. Das muss ich noch ein wenig üben, dass ich da schnell ausweiche. Aber ansonsten bin ich ziemlich gut in diesem Minigame, würde ich sagen. Ach, Junge, hör doch auf. Wir sind doch schon fast da. Wir müssen nur diese Bootsfahrt eben beenden und dann sind wir schon da. Man kann ihn auch schon von dort aus. Ah, nee, noch nicht. Nee. So, man kann es sogar jetzt schon sehen. Hier. Aber kannst du nicht abschießen, weil wir das hinlatschen müssen. Ja. Warte, seit wann sind denn die Affen? Die sind da vor letztes Mal nicht gespawnt. Lol? Die sind letztes Mal nicht drauf gespawnt. Aber ja, hier ist das Boot, wir haben es alle gesehen. Ich habe es euch sogar gezeigt. Und es bewegt sich sogar immer noch. Ist das irgendwie so ein GIF oder was ist das? Naja, egal. Ich habe irgendwie das Gefühl, der kann nicht mehr so viele Aufgaben geben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er uns jetzt immer noch 5 weitere Aufgaben in den... was auch immer, ja. Aber noch eine bitte hat er. Ich brauche einen Schneemann. In einem Level mit schwimmendem Eis habe ich einen Schneemann gesehen. Den habe ich tatsächlich auch gesehen. Der ist direkt bei der Xilebo... im Xilebo-Bereich. Ich habe sogar abgeschossen und ein paar Münzen bekommen. Ich finde das etwas seltsam, dass es gibt viele, viele Sachen im Hintergrund, die kann man alle abschießen. Aber nur von. Aber von denen kriegt man alle nur vielleicht 5 Münzen oder so und mehr nicht. Und ich weiß nicht. Ich finde, die hätten da vielleicht etwas mehr mitmachen können. Oder was meint ihr? Ich meine, ist doch nett und so, dass man da vielleicht so 5 Münzen bekommt, wenn man die ganze Zeit irgendwas random im Hintergrund abschießt. Aber ich meine. Ich weiß nicht. Vor allem Münzen sind ja überhaupt nicht wichtig in diesem Spiel. Du kannst damit Kostüme bekommen, klar. Aber du kriegst so viele Münzen in den Hintern geschoben. So viele. Ihr seht ja, wie viele Münzen. Ich habe irgendwie jetzt gerade, glaube ich, 4000 oder so. Und ich muss für eine Maschine nur so 200 oder so ausgeben. Und das ist halt echt nicht viel. Und ich krieg pro Welt vielleicht 1000 Münzen dazu, gefühlt. Gefühlt nicht, jetzt nicht ernsthaft, aber gefühlt irgendwie 1000 Münzen krieg ich pro Welt.
Und ja, dann noch mehr Geld zu bekommen. Ich meine, kann man mit dem Geld am Ende noch irgendwas machen oder wie ist das? So, ich habe es auch nicht geschnitten, ich habe mit euch ein wenig getalkt, weil da ist der direkt hier oben. Einfach abschleudern lassen und dann ist er hier. Ist er hier. Ist er hier. Ein süßer kleiner Schneemann. Ganz nett. Aber ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, was sie jetzt noch verstecken sollen. Lollen. War Witz. So viel gibt's denn nicht mehr versteckt. Oder wollen die, dass ich jeden einzelnen Pinguin abschieße? Oder was wollen die jetzt noch? Ich kann mir keine Quests mehr vorstellen. Ah, aber noch eine. Ich benötige einen Octopus-Captain. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. Auf der Pirateninsel gibt es Octopus-Piraten. Ihr Captain ist auf der Rückseite. Okay. Den habe ich tatsächlich überhaupt nicht gesehen. Von dem haben wir so ein Kostüm, glaube ich. Dann werde ich mal nach dem suchen. Oh, ist es der hier? Nee, das ist er nicht. Das muss ein Captain sein. Den kann ich auch nicht abschießen. Okay. Ah, doch, den habe ich gesehen. Doch, ich erinnere mich. Der hier ist es. Der ist auch viel rötlicher als die anderen. Alles klar. Ist relativ am Ende des Levels. Also nach der zweiten Bootsfahrt ist er. Joa! Damit sollten wir dann alle haben. Alle Quests. Außer es gibt irgendwas, wovon ich nicht weiß, dass wir uns noch bitten kann. Okay. Ich benötige eine Palmeninsel. Ja, die haben wir auch gesehen. Die ist direkt davor. Was bitte macht eine tropische Insel auf der Rückseite eines kalten Meeres? Habe ich gesehen, da sind ein paar Shy Guys drauf. Die ist... Ach, die meint er gar nicht. Oh, die meint er gar nicht. Oh, lol. Die meint er gar nicht. Okay, nee, da muss ich dran suchen. Ach, die meint hier. Okay. Ich habe gedacht, das wäre was anderes. Aber wie man gerade gesehen hat, ist das voll mit Eis überschüttet. So richtig eingefroren, die Insel. Was macht die hier überhaupt? Das frage ich mich auch gerade. Habe ich wahrscheinlich nur eingebaut, damit die das als Quest machen können. Komm, aber jetzt, das muss doch jetzt gewesen sein, oder? Komm. Er will immer noch was. Benötige 5 Schiebschiebs. Okay, von denen weiß ich jetzt gerade nicht wirklich was. Bei der Ephirateninsel gibt es viele davon, aber keine echten, die sind nur gebastelt. Oh, okay. Vielleicht weiß ich von denen doch. Ja, doch, ich weiß von denen gerade, merke ich. Ja, doch. Jetzt muss ich alle wieder suchen gehen, oh Mann. Immerhin sind die Quests hier nicht schlimm, so wie in der letzten Welt. Sondern relativ, ja, rennst du halt nochmal durch das ganze Level und dann findest du es halt, so weißt du. Gut, außer die erste Quest, die war ein wenig fies, aber der Rest nicht. Der erste ist direkt hier am Anfang des Levels. Der zweite befindet sich nach dem ersten Checkpoint hier hinten. Ich guck nur, wie erreicht man den am besten von hier? Ne, von hier sieht man ihn gar nicht. Aber ich glaube, ich muss das kaputt machen und dann kann ich ihn von hier aus abschießen. Yep. Der dritte ist hier bei den Äffchen. Kurz vor der Sammeljagd gibt es hier im Hintergrund einen Cheep-Cheep, der versteckt sich gerade. Da ist er. Kommt nur manchmal raus. Habe ich gerade erst gesehen, als ich hier rübergegangen bin, als die Kamera sich so bewegt hat. So, zack. Habe ich noch so ganz gut gesehen. Und der fünfte ist direkt hier. Keine schwere Aufgabe. Sehr, sehr leicht. Finde ich. Ich dachte, der fünfte würde sich vielleicht irgendwo am Ende befinden, aber nee, der ist direkt hier. Krass. Gut, war es das dann oder willst du so lange machen, bis ich 230 habe? Komm, so viele Quests hast du, die kannst du mir nicht mehr geben. Yes! Okay! Gut, Leute, dann würde ich sagen, ist das hier das Ende dieser Folge. Wir haben diese Welt nun auch abgeschlossen. Die Welt nennt sich... Heißkaltinseln. Genau, diesen coolen Namen. Warum auch immer heißkalt? Ich fand jetzt nichts irgendwie warm hier an dieser Welt. Aber ja, wir werden in der nächsten Folge dann dort nach rechts gehen und Bosskampf. Und dann werden wir hier oben mit dieser Welt anfangen. Hier, ich kann nicht nach oben drücken, aber hier oben über mir, über meinem, ja. Da werden wir auf jeden Fall damit anfangen und nicht schon mit dem Gruselwald hier. Denn mein nächstes Ziel ist nämlich der rote, der ganz oben. Den in der Mitte, den wollen wir danach. Und wir wollen nämlich nach dem Boss hier
wollen wir dann dort in die Wüstenwelt, dann dort in diese Vulkan-Schneewelt, was auch sonst ist, und dann nach oben die beiden Welten machen und dann erst die drei danach. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wenn es euch gefallen hat, lasst es positiv werden, würde mich freuen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, würde mich freuen. Und dann würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, würde mich freuen. Und ciao, würde mich freuen, wenn ihr einen schönen Tag habt und ciao. Würde mich freuen.